Herzlich willkommen beim Inkassobüro zum bärtigen Mönch. Ich bin der mit dem E und dies ist der Gold Guide Fake Check für diese Woche. Diese Woche nehmen wir uns einen Guide vor, der uns verspricht, dass wir im Sonnenbrunnenplateau bis zu 30.000 Gold pro Stunde farmen können. Wie das funktionieren soll, das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Der Trick bei diesem ganzen Vorgang ist folgender, dass ihr in das Sonnenbrunnenplateau hineingeht, aber keine Bosse tötet, sondern nur den Trash bis zum ersten Boss einsammelt, diesen dann tötet und bei dem Loot, den ihr bekommt, auf besonders seltene Rezepte bzw. Baupläne und Muster hofft. Die anderen, ja ich sag mal, Drops wie grüne Items, die man eventuell noch im Auktionshaus verkaufen könnte, zählen dabei gar nicht mal rein. Es geht im Prinzip nur um diese seltenen Muster. Die Dropchance dieser Muster ist relativ gering, behalten sich meistens so im 1-5% Bereich und erzielen auf meinem Server einen relativ hohen Preis. Nehmen wir zum Beispiel mal das Muster für die Sonnenfeuerrobe, ein Schneidereirezept, erzielt bei mir auf dem Server einen Preis von bis zu 13.000 Gold. Und die Pläne für die sonnengesegnete Brustplatte, eine Plattenbrustplatte für Schmiedekunst natürlich, zum Beispiel einen Preis von 6.296 Gold. Ihr könnt auch noch einige andere Rezepte dort finden, diese sind allerdings seelengebunden und demnach relativ uninteressant für euch, es sei denn ihr habt sie noch nicht selbst. Wir sind diese Instanz 10 Mal gelaufen und haben dafür insgesamt 46 Minuten und 28 Sekunden gebraucht. Warum es so schnell ging? Wahrscheinlich darauf, dass man einen Großteil des Farms auf dem Mount bzw. mit dem Bären-Tatar absolvieren kann, legt man doch eine etwas größere Strecke in einer kürzeren Zeit zurück. Wir haben insgesamt 163 Gold an Rohgold bekommen. Sprich, durch die Trash-Verkäufe und das Gold, was wir sowieso von den Mobs gelootet haben. Da es aber immer nur kleine Silberbeträge sind, ist es eigentlich relativ irrelevant. Wenn wir den ganzen Trash und den grünen Kram etc. und die Epics, die seelengebunden sind, verkauft haben, sind wir auf einen Rohgoldbetrag von 461 Gold und 13 Silber für 46 Minuten Arbeit gekommen. Klingt nicht nach sonderlich viel. Wir haben aber Loot Appraiser nebenbei laufen lassen und uns den Looted Item Value quasi mitberechnet und dort sind wir nach 46 Minuten und 28 Sekunden bereits auf 40.882 Gold. Warum? Nun, diese seltenen Rezepte, die ja so selten droppen, mir persönlich sind bei meinen 10 Runs, die ich gemacht habe, gleich 4 Stück davon gedroppt. Nämlich die Umarmung des Phönix, die blitzgeätzte Brille, sonnengesegnete Brustplatte und die Sonnenfeuerrobe, die auf meinem Server einen relativ hohen Preis erfüllen. Jedoch, wie es halt mit Loot im Allgemeinen so ist, ihr müsst den Kram auch erstmal im Auktionshaus verkauft bekommen. Dies kann, ich sag mal gerade bei Rezepten, Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern. Es sei denn, ihr habt jemanden, der genau dieses Item jetzt unbedingt braucht und kauft es euch sofort ab. Aber gebt nicht allzu viel auf diesen Looted Item Value, ihr kennt meine Meinung dazu. Was haben wir sonst noch bekommen? Wir haben insgesamt Edelsteine, genau. Edelsteine sind ein sehr interessantes Thema. Wir haben 88 verschiedene Edelsteine, die epischen Edelsteine aus dem Burning Crusade Content bekommen. Diese habe ich nicht mit eingerechnet. Sie selbst bringen nur wenige Silberstücke, wenn ihr aber jedoch über einen Juwelier verfügt, der auch die alten Burning Crusade Rezepte hat, könnt ihr diese Edelsteine schleifen, wodurch sie im Wert, ich sag mal, enorm steigen. Ein Edelstein, der nur 15 Silber wert ist, steigt dann mal eben schnell auf ein Gold 15. Klingt nicht sonderlich viel, aber wenn ihr 30 von diesen Edelsteinen habt, ich sag mal, ihr könnt aus diesem Goldbetrag von 5, 6 Gold, den ihr dort bekommen könntet, mit dem ihr die Edelsteine beim Händler verkauft, mindestens 30, 40, 50, wenn nicht sogar 100 Gold machen, wenn ihr die Edelsteine schleift. Ist aber rein optional und habe ich demnach nicht mit eingerechnet. Insgesamt haben wir noch 2 Lockboxen bekommen, die ich ebenfalls nicht mit eingerechnet habe, da ich die auf einem Twink sammeln und irgendwann mal in Massen aufmache. Netherstoff reden wir nicht sonderlich drüber. Wir haben insgesamt 781 Netherstoff bekommen, wieder nur einige Silberstücke wert. Verkauft sich eh relativ selten, macht Netherstofftaschen draus, verschenkt sie an Twinks oder Freunde oder sonst irgendwas, aber spart euch die Mühe. Das Einzige, was wir sonst noch bekommen haben, sind Sonnenpartikel. Sonnenpartikel braucht man relativ häufig, eben zum Beispiel auch für unten erwähnte Rezepte. Na, beziehungsweise die Rezepte, die wir bekommen haben. Ich behalte sie immer mal für den Fall, dass ich sie irgendwann mal brauche, aber ansonsten werdet ihr sie für 1-2 Goldstücke ebenfalls im Auktionshaus los. Im Allgemeinen würde ich persönlich sagen, ich farme dort gern, weil ich die Gegend einfach mag. Ich mag auch Silbermond als Stadt an und für sich viel lieber als Orgrimmar, aber das ist reine Geschmackssache. Macht Spaß dort zu farmen.
Jedoch das Einzige, was wirklich effektiv Gold bringen könnte, sind eben jene seltenen Rezepte und die werden sich extrem langsam verkaufen. Ich persönlich würde euch dazu raten, macht es vielleicht ein, zweimal, bis ihr die Rezepte vielleicht einmal habt. Schickt sie in euren Auktionshaus-Char oder nehmt sie in eure Routine mit herein von Items, die ihr alle 3 Tage ins Auktionshaus stellt und drückt die Daumen, dass es irgendwann mal weggeht. Kurzform ist eine nette Methode, reich werdet ihr damit auf jeden Fall erstmal nicht. Ihr habt dort einige wenige Drops, die sich gut verkaufen lassen können, müssen aber nicht. Daumen drücken, dass ihr es verkauft bekommt. Von dem her bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr bis zu dieser Stelle ausgehalten habt. Ich persönlich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Wir sehen bzw. hören uns. Bis dann.